Und mit Unigos darüber reden. Das werde ich. Es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen. Wohlrat. Für mich ebenfalls, Lordan hätte dich gemobbt. Da bin ich sicher. Bis zum nächsten Mal. Der ist doch echt wahnsinnig. Wie viele 100 Namen findet man denn für einen? Aber ich muss echt sagen, die Geschichte an sich ist echt spannend. Es kommen immer weiter Leute dazu, von denen man noch kein bisschen was gehört hat. Aber teilweise echt die Hintergründe und die Position ist echt heftig. Zum Lesen, meine ich jetzt. Haben wir schon wieder kein Brennholz zu Hause? Warte mal. Verwaltung. Wir haben kein Brennholz zu Hause. So, das ist natürlich jetzt dumm. Weil wir müssen Punkt 1 erstmal wieder hier rüber. Hilft nichts. Naja, wenn wir laufen, wenn man tot geht zu uns, kümmern wir uns ums Brennholz und gehen wieder hier rüber. Weil wir müssen ja noch die Mission abgeben. Um mit Unigost weiterreden. Und die Frage ist. Ne, hat sich noch nichts gebracht. Schade, schade, schade. Und trinken müssen wir dann auch, essen auch. Aber das Feuerholzproblem ist eher gerade schlimmer, finde ich. Du hättest dich auch anders entscheiden können, glaube ich. Ah, dass ich die Kuh nicht erschieße. Kestrel ist die letzte aus der Gruppe, die noch fehlt. Ah ja. Dann bin ich ja mal sehr gespannt, ob Unigos uns jetzt auch wieder ein Ohr abkaut. Oder ob er uns sagt, wo wir sie finden. Aber ich habe eine leise Vermutung, es geht bestimmt Richtung Hornika. So, ich glaube, ich habe auch noch genug Brennholz im Lagerhaus liegen. Ne, hier unten liegt, glaube ich. Ne, das waren die Fässer, die wir letztes Mal schon leer gemacht haben. Okay. Den Wagen haben wir auch schon gehabt. Und es wird schon wieder dunkel. Aber wieso bringen denn meine Holzfäller das nicht fertig, dass die ausreichend Brennholz produzieren? Das gibt's doch nicht. So, Holzstämme. Ich nehme jetzt einfach 20 Stück, auch wenn ich jetzt vollkommen überladen bin, ist mir egal. Und mach mal schnell Brennholz. Und dann sollten wir das erledigt haben. Wenn du zu ihr gehst, hab einen Ausnüchterungstrank dabei, den wirst du brauchen. Okay, also dann muss es ja fast Hornika sein. Weil ich glaube, da oben sind die Saufbolde unterwegs. Hast du bei den Holzfällern den Brennholz eingestellt? Ja.
Ja, das haben wir eingestellt, aber irgendwie bringen die das nicht auf die Kette. Oder habe ich das raus? Also am Anfang war es mal drin. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich das raus habe. Wir gucken jetzt nach. Warte mal. Weil das wäre jetzt ja wirklich fatal. Aber ich bin der festen Überzeugung, das habe ich drin. Produktion. Nee. Nee. Gewinnung. Holzschuppen. Hier gute Laune. Ja, die machen 30% Brennholz. Also das muss doch mal irgendwo mal reichen. Kann doch nicht sein. Aber ist egal, wir packen jetzt das Brennholz hier rein. Dann schmeißen wir gleich die Bretter rüber. Den Pilz schmeiße ich jetzt auch einfach erstmal rüber da. Die einfache Fackel kommt hier rüber. Fleisch kommt drüben hin. Die Hose lassen wir auch mal da. Nein, Kupfererz kommt rüber. Leder kommt rüber, Pelz kommt rüber. Schimmling kommt erstmal rein. Der Steinhack kommt auch rein, der Stock kommt rein. Praktisch ein Heilens nehmen wir mit. Das kommt rüber, das kommt rüber, das kommt rüber. So. Kupfererz hier rein. Sinnerz hier rein. Warte mal, die Hose, die habe ich jetzt hier rausgeworfen, gell? Das war blöd mit der Hose. Die gibst du ja nochmal hier und die gibst du auch mal hier. Futter haben wir noch. Bodenkrug kommt mit. Kommt zu uns ins Haus. So, die Bierflasche kommt hier rein, die Bronzeaxt kommt hier rein. Den Bogen nehmen wir mal erstmal mit. Stimmt, ich habe eine Holzschaufel gefunden. Ja, die lassen wir jetzt hier. Die Hose lasse ich mal hier. Die Eisen lassen wir mal hier. Den Tonkrug lassen wir hier und die Biere lassen wir auch hier. Warte mal, da können wir gleich mal das Feuer anmachen hier drin. Und packen hier noch das Korn rein. Und dann werden wir gleich nochmal, warte mal, Ausnüchterungstrank hast du gesagt. Das bin ich mal gespannt. Ob wir sowas zufällig haben. Ausdauer haben wir, Gegengift haben wir, Gesundheit haben wir. Nachtsicht nehme ich jetzt definitiv mal mit. Ah nee, den anderen haben wir nicht. Ich schaue es mir später weiter. Muss auf. Okay, Blood Lady. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Wieso zwitschert hier drin? Nun? Genau, wie geht's denn eigentlich? Da ist er. Da ist mein kleiner Piepmatz. Ja, hallo. Und da ist Kollege Schnürschuh 2. Das passt. Das ist gut. Jetzt gehen wir mal schnell hier reingucken. Wo ist denn dieser... Ein Entgiftungstrank. Ausnüchterungstrank, da haben wir ihn doch. Eimer Wasser, Distel, Gänseblümchen, Flakon aus Ton. Und wir können den noch nicht mal herstellen. Okay, also müssen wir wohl oder übel erstmal ohne den Trank auskommen, wenn wir dahin müssen. Oder falls wir da die nächste Zeit hinkommen. Aber wir werden jetzt auch gleich mal... Warte mal, was brauchen wir denn zum Kochen? Gehen wir mal den Teller da. Nein, den Kessel. Kohl, Karotten. Holzschale und Karotten wären eine Möglichkeit für uns. Boah, Karotten gibt es jede Menge. Und dann holen wir schnell Holzschalen und dann kochen wir mal das Fleisch durch, was wir im Inventar haben.
dass wir auch wieder Essen für uns haben. Wird das mal reichen, hoffe ich. So. Jetzt ist natürlich wirklich langwierig jetzt das Problem mit den Gebäuden, aber ich möchte jetzt gerne auch die Gebäude anzeichnen. Weil ich glaube nämlich nicht, dass durch das Gespräch mit Unighost die Sache jetzt erledigt ist, dass wir weiterkommen. Glaube ich nicht, und wir haben jetzt ja viele Gebäude. Wir können die Mühle könnten wir bauen. Wir könnten einen Fischer bauen. Und was könnte man noch bauen? Irgendwas war es noch. Irgendein drittes Gebäude steht auch noch aus, wo wir bauen könnten. Aber das Limit einfach da ist. Wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, sollen wir es versuchen, die Mission noch weiterzumachen und zu hoffen, dass... Das überlasse ich jetzt euch. Was war das? Ich habe hier gerade irgendein Geräusch gehört. Was war das? So, das haben wir auch gleich mal durch. Wie spät haben wir es denn eigentlich heute? Oh, muss schon 7:30. Ah, da können wir schon noch ein bisschen machen. Muss mir bloß überlegen, wie ich das heute mit meinem Abendessen mache. Aber das kriegen wir auch hin. Das Kochen geht mittlerweile echt langsam. Das müssen wir auch als nächstes entwickeln, dass wir deutlich schneller kochen können. Diese Nachrichten, die fliegen jetzt raus. Ich muss noch mal kurz raus, tut mir leid. Aber sowas hasse ich ja wie die Pest. Leider hat man keinen Moderator, aber man kriegt es auch so hin. Nutzer wird blockiert. So, in der Zeit haben wir das auch hingekriegt. Weil das sind auch bloß wieder irgendwelche komischen Links und die möchte ich hier nicht haben. Essen. Wir haben Essen gerade gemacht. Dann können wir das auch gleich benutzen.
Den Rest wollte ich wieder das Lager schaffen. Die Holzschalen packen wir jetzt eigentlich auch mal hier schnell rein, weil da drüben sind ja auch genug drin. Dann haben wir auf jeden Fall immer welche zur Reserve. Gut. Dann schlafen wir kurz eine Runde und dann schauen wir uns den neuen Tag an. Was passiert? Zack, und schlafen. Ah, wunderschöner Tag. Gut, dann machen wir es jetzt so. Wir laufen jetzt, wie gesagt, rüber zu Gostovia und machen den Auftrag. Schauen wir mal, was Unigos noch so zu sagen hat. Und ob wir damit vielleicht weiterkommen. Ich hoffe es natürlich. Und wenn wir damit nicht weiterkommen sollten, dann stellen wir das jetzt mal um, dass wir die neuen Gebäude bauen können. Auch eine Frage, kam eigentlich zwischendrin ein Autosave? Ja, kam. Okay. Ich speichere trotzdem nochmal zwischendrin. Wenn man auf Nummer sicher in der Testversion ist es nicht immer so hundertprozentig, dass das automatisch alles klappt. Kommt gerade nämlich eine leise Idee. Ich glaube, wir kriegen das Gebäudelimit erst dann nach oben, wenn wir das Kapitel 5, das Leben ist ein Bauernhof, abgeschlossen haben. Und ich glaube, dazu müssen wir insgesamt 15 Karottensamen geerntet haben. Ich glaube, das ist so. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Und ich glaube, die Geschichte von Unigos trägt da gar nicht mit bei. Wir laufen noch mal hier unten am Wasser entlang. Vielleicht haben sie da auch noch ein bisschen was platziert. Ah, das sind die alten Fässer, oder? Ja. Solange nicht wieder irgendwelche Säcke rumliegen und die ich nicht sehe. Aber es sieht gut aus. So, dann schauen wir doch mal, was Unigost für eine Geschichte uns heute erzählen wird. Wo ist er denn, mein lieber Unigos? Der streift doch bestimmt hier wieder irgendwo durch die Gegend. Da kommt er doch schon. Das Gesicht kennen wir doch. Hey du! Mir ist auch nichts aufgefallen, was du übersehen hast. Okay, ist gut. Hallo mein Junge! Hallo Unigos! Lange nicht gesehen! Aber wirklich, Rasimir. Wie ist es dir ergangen? Großartig, ich habe kürzlich Wolrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Dordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt ehrlich gesagt.
Ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin? Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja, Wolrad hat ihren Namen erwähnt. Aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anders erzählen, hat er gesagt. Unigost? Es ist nur sehr seltsam, warum er das ausgerechnet so sagt. Wirklich seltsam. Kess, sie gehört zur Meute und das war es auch schon. Du klingst gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiß zu machen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sieh ihr Thema. Weißt du, Kestrel war... Aha, ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Lordan, Sambor und ich. Wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Ausstand, Reinfall. Cool, kurz gesagt. Wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast alle unsere Ausrüstung. Auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen. Also entschieden wir uns einfach, ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Also habe ich doch recht mit Metonica. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Lordan stürzte aus dem Sattel, Sambor trat mit aller Kraft. Was? Achso, die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte. Und dann, Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf meine Augen zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Oh oh. Sie hat auf ihn geschossen, ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was, warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hat, Lordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ja, ziemlich sicher. Bin ich mir auch sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Lordans Wunden und Lordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen lehnten Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen, als wir ihr unsere Mission erklärten. Etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten. Oder hätten. Stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das ich je gesehen habe. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst
und Familie lässt man nicht so einfach zurück. Es waren fünf. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das fünfte Pferd war für Olrad, nicht wahr? In der Tat. Sein Name war Glätte. Ja gut, wenn er die ganze Zeit hinterher rennt. Ein Name, der nicht besser zu seinem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Glätte fungiert für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Lordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Es muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Okay. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab eines das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Lordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war, bewundert zu werden. Und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Estrel und Lordan. Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe so nicht oft? Schon bald waren sie unzertrennlich, hätte ich Lordan nicht so gut gekannt. Ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht. Konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel. Was? Ach, einer Liebesbeziehung. Selbst Thambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel. Lordan wusste dieses Spiel so bald. Wurde dieses Spiel so bald müde. Wie alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim halten zu müssen. Es tat weh, es mit anzusehen. Wirklich weh. Besonders, weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie? Kasimir, ich liebte Kestrel von dem ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen. Und mein Leben in Lordans Schatten hatte das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Aber Unigost schüchtern. Jetzt mal ganz im Ernst. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Lordan betrogen? Gute Frage. Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seinen schmutzigen Geheimnis zu wahren. Während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin. Doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Onigost, es klingt unerträglich. Es ist nicht das Ende der Geschichte, alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen. Oh. Zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Lordan der Vater?
Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oh ja! Perfect.